Zusammenleben gelingen kann in Gemeinschaften und auch darüber hinaus, über das eigene, nähere Umfeld, das ist ja nun ein Thema. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Sie, Herr Hasenclever und Bert Gerhardt. Und dann geht's jetzt los. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Renninger. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so zahlreiche SchülerInnen gekommen sind hier live wieder. Wir freuen uns alle wieder live in Präsenz miteinander sprechen zu können und echte Kommunikation nicht nur online zu haben. Natürlich hat das Thema jetzt, was heute auf der Tagesordnung steht, eine Aktualität, einen Aktualitätsschub, einen unfreiwilligen, sehr traurigen, ärgerlichen bekommen. Das wird uns auch beschäftigen, vor allem in der Diskussion, denke ich. Wir haben das Abitur, das Abitursthema, aber wir haben eben auch den aktuellen Konflikt. Und wenn es um Konfliktbewältigung geht, ist Herr Professor Hasenclever, der hier schon in den Startlöchern sitzt, der gefragte Mann, denke ich. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Friedens- und Konfliktforschung im Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Er hat studiert katholische Theologie, insofern vielleicht auch in Bezug hier zum Hospitalhof, kann ich mir vorstellen, Politikwissenschaft und hat promoviert zur Macht der Moral in internationalen Beziehungen. Also auch dies finde ich nach wie vor aktuelles Thema, gerade heute. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift für internationale Beziehungen und er beschäftigt sich in seinen aktuellen Forschungen viel mit Moral, Religion in Konflikten, welche Rolle spielen Werte, Werthaltungen von Kulturen in internationalen Konflikten. Aktuelle Themen sind vor allem bezogen auf Afrika, auf Bürgerkriege, auch auf Rüstungskontrolle. Ich habe gelesen auf der Website des Politikwissenschaftlichen Institutes der Uni Tübingen, dass es auch um Genderfragen geht, also welche Rolle spielt Männlichkeit in internationalen Konflikten. Da kommen wir vielleicht am Ende in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Bitte sammeln Sie Schülerinnen und Schüler jetzt schon in Ihrem Kopf oder auch, wie auch immer Sie das machen möchten, Fragen für die hoffentlich spannende Diskussion hinterher zu all dem, was jetzt an tiefgehenden Informationen von Herrn Professor Hasenclever kommen wird. Sie sind aufgerufen. Wir haben zwei Mikros da stehen. Trauen Sie sich nachher, ich werde Sie auch explizit aufrufen, dann nochmal was zu sagen. Wir müssen so machen, dass diese Mikros nicht angefasst werden dürfen. Sie müssen die Maske aufbehalten, die ganze Veranstaltung, auch wenn Sie an die Mikrofone gehen, einfach aus Hygienegründen. Aber das kriegen wir, glaube ich, alle als Corona-Profis gut miteinander hin. Jetzt bin ich gespannt auf den Vortrag. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Das Thema steht oben an der Wand, Struktur der Staaten, Welt- und Konfliktbewältigung. Das Thema wurde mir mehr oder weniger vorgegeben, weil es eben im Rahmen Ihrer Abitursvorbereitung gewisse Impulse setzen könnte. Gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass ich mit großem Anlauf viele offene Türen bei Ihnen einlaufen werde, weil Sie sich mit vielen dieser Dinge schon beschäftigt haben. Ich hoffe aber gleichwohl, dass ich Ihnen nochmal einen neuen Dreh auf das vermitteln kann, was aus meiner Sicht internationale Organisationen ausmachen in der internationalen Politik. Und ich hoffe, das so zu machen, dass am Ende des Vortrags nicht alle Lehrerinnen und Lehrer sich die Haare raufen und sich überlegen, wie kann ich das nur wieder einfangen, was der Typ da vorne in seinem abstrakten Kopf so alles formuliert und entwickelt hat. Und das mögen meine Schüler eigentlich gar nicht so genau hören. Ich hoffe, ich werde irgendwie die Balance hinbekommen. Und wie gerade auch schon gesagt worden ist, ich werde jetzt nicht so viel in dem Vortrag zum Ukraine-Krieg reden. Sie werden aber merken, dass das im Hintergrund immer mitlaufen kann zumindest, weil es um die Rolle von internationalen Organisationen im Allgemeinen, um die Rolle der Vereinten Nationen im Besonderen und um den Sicherheitsrat im ganz Besonderen gehen wird. Und das sind alles Organe oder Institutionen der internationalen Politik, die gerade massiv herausgefordert werden. Und Sie können nachher sehr offen darüber diskutieren, ob das, was ich Ihnen jetzt versuche zu vermitteln, überhaupt noch Sinn macht, angesichts dessen, was wir gerade 2000 Kilometer weiter erleben müssen.
Ich werde das mit dem Vortrag jetzt so machen, dass ich Ihnen erstmal eine ziemlich abstrakte Folie um die Ohren hauen werde. Das sollte so ungefähr den Einstieg geben in den konzeptionellen Rahmen dessen, was ich sage. Anschließend werden Sie merken, wird das viel konkreter und auch ausdifferenzierter. Während Sie sich bei dem Abstrakten über die groben Linien einigermaßen im Klaren werden sollten, werden Sie sich bei dem Konkreten nicht alles merken müssen. Sondern es geht nur darum, zu versuchen, Ihnen Bewegungen zu zeigen, die für Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler interessant sind und die für uns dann zu analytischen Anstrengungen führen. Okay, genug der Vorrede, jetzt fange ich an, wenn das funktioniert, noch nicht so richtig, das will jetzt noch nicht, da, fange ich an mit meinen Folien und wie gesagt zunächst einmal die abstrakte Folie. Ich habe Ihnen hier drei Schlüsselkonzepte der Lehre von den internationalen Beziehungen auf die Folie gebracht. Anarchie, Konflikt und Kooperation. Und es dürfte Ihnen klar sein, zumindest fast allen klar sein, dass das die Elemente sind, die nachhaltig das prägen, was wir in den internationalen Beziehungen beobachten können. Anarchie meint dabei ein Strukturmerkmal internationaler Beziehung. Das heißt, es ist ein Merkmal, was das Umfeld von Staaten nachhaltig prägt und in diesem Umfeld müssen Staaten dann ihre jeweiligen außenpolitischen Entscheidungen treffen. Und dabei besagt Anarchie zunächst einmal ganz technisch gesprochen, dass es keinen Weltstaat gibt, dass es keine Weltregierung gibt und dass Staaten deswegen immer auch für die Erreichung ihrer Interessen und Ziele selbst mitverantwortlich sind. Sie befinden sich in dem, was Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben und was oft so genannt wird, einem Selbsthilfesystem, in dem Sie sich nicht darauf verlassen können, dass Ihnen in Konflikten von außen so ohne weiteres Unterstützung zukommt, dass es eine Instanz gibt, die darauf achtet, dass Verträge eingehalten werden, dass keine Gewalt angewendet wird und dass alle eine bestimmte Mitsprachemöglichkeit haben. Anarchie meint, dass das fehlt. Das heißt nicht, dass wir nicht so etwas wie Global Governance haben, dazu komme ich später, aber es meint, dass wir einfach keine Weltregierung haben und dass deswegen Staaten unter Unsicherheitsbedingungen agieren und auf Selbsthilfe angewiesen sind. Und das ist deswegen wichtig, weil internationale Politik wie Politik im Allgemeinen nachhaltig von Konflikten geprägt wird. Und damit bin ich beim zweiten Kernkonzept. Konflikte beschreibt dabei Positionsdifferenzen zwischen Akteuren. Der eine oder die andere Akteurin kann ihre Interessen nicht durchsetzen, ohne die Interessen weiterer Akteure nachhaltig und nachteilig zu beeinflussen. Was die einen wollen, schadet den anderen. Und die Frage ist, wie mit solchen Konflikten in der internationalen Politik umgegangen wird. Dabei werden in der Regel vier Großkonfliktfelder unterschieden. Es gibt Machtkonflikte, es gibt Sicherheitskonflikte, es gibt Wohlfahrtskonflikte und es gibt so etwas wie Diskurskonflikte. Bei den Machtkonflikten geht es darum, dass gestritten wird über die Verfügung, über die Instrumente, mit denen ich oder ein Akteur, eine Akteurin ihren Willen gegenüber einem anderen Akteur durchsetzen kann. Es geht um Verfügungsgewalt, über Ressourcen, über Fähigkeiten, mit denen Zwang ausgeübt werden kann oder zumindest so viel Druck ausgeübt werden kann, dass in einem Konflikt, wo zwei Interessen gegeneinander stehen, die eine Seite nachgibt und die andere Seite ihre Ziele erreichen kann. Darum geht es in Machtkonflikten. Ganz zentrales Thema in der internationalen Politik, ein ganz zentraler Topos in der momentanen aktuellen Ukraine-Krise, wo es ja auch immer wieder darum geht, ist die NATO zu weit vorgerückt und ist damit im Prinzip eine Bedrohungssituation entstanden, wogegen sich der Kreml wehren zu glauben musste. Bei Sicherheitskonflikten geht es darum, dass Akteure darum besorgt sind, dass ihre territoriale Integrität, die von Staaten und die Handlungsfähigkeit der jeweiligen politischen Eliten beeinflusst, und zwar negativ beeinflusst werden kann. Wohlfahrtskonflikte ist klar, da kann es um Öl gehen, da kann es um die Verfügung von Infrastrukturen gehen, da kann es über Gütertransporte gehen und so weiter und so fort.
Und bei Diskurskonflikten haben wir es mit Situationen zu tun, wo das Wissen, was die Akteure in der internationalen Politik in ihren Köpfen haben, nachhaltig davon bestimmt wird, was sie für gut und richtig halten. Und da kann es Übereinstimmung geben, da kann es Divergenzen geben, da kann es Weltbilder geben, die liberal sind, da kann es andere Weltbilder geben, die hier in einem hegemonialen, diskursiven Streit miteinander um Deutungshoheit ringen. Also Anarchie, Konflikte, wesentliche Momente dessen, was internationale Politik bestimmt. Und das Ganze findet statt, und das wissen Sie auch, unter den Bedingungen, die Staaten eigentlich zur Kooperation nötigen. Staaten und wir alle, die wir Staaten ausmachen, wissen, dass es so etwas wie Klimawandel gibt. Wir wissen, dass es Globalisierung gibt. Wir wissen, dass es Migration in einem sehr großen Umfang gibt. Wir wissen, dass es Krieg gibt. Und all diese Phänomene können Staaten nicht mehr aus eigener Kraft angemessen bearbeiten. Genauso wie sie mit vielen Konflikten aus eigener Kraft und alleine nicht konstruktiv umgehen können. Vielmehr müssen sie kooperieren. Und wie Sie wissen, ist Kooperation, und da bin ich sicher, das haben Sie auch schon gehört, unter den Bedingungen der Anarchie bei Konflikten alles andere als einfach. Staaten und Regierungen haben immer die Sorge, dass andere Staaten ihre Gutwilligkeit, ihre Kooperationsbereitschaft ausbeuten können. Gleichzeitig sind sie immer versucht, wenn es geht, die Kooperationsbereitschaft von anderen auszubeuten. Wir haben es mit Dilemmasituationen zu tun, in denen die Verfolgung des eigenen Nutzens dazu führen kann, dass Staaten suboptimale Handlungsergebnisse produzieren, weil sie nur so meinen, ihre Interessen angemessen schützen zu können. Das heißt, Kooperation ist oft ein Problem unter den Bedingungen von Anarchie, bei der gleichzeitigen Notwendigkeit der Zusammenarbeit angesichts der Probleme, mit denen Staaten und Regierungen konfrontiert sind. Und deswegen muss es so etwas geben wie Organisationen oder Institutionen. Es muss so etwas geben wie Größen, Phänomene, die in der Lage sind, bei den Staaten die Gewissheit oder zumindest die Erwartung zu stabilisieren, dass das schon gut gehen wird mit der Kooperation, dass sie nicht ausgebeutet werden, dass sie keine erheblichen Machtverluste erleiden werden, die sie nachher in anderen Konflikten teuer bezahlen werden, weil sie dann nicht über die Ressourcen verfügen, um sich zu wehren, weil andere sich in Positionen gebracht haben, wo sie auf einmal viel stärker auftreten können. Also, Organisationen sollen helfen, dass Staaten unter den Bedingungen von Anarchie miteinander kooperieren können. Indem sie, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, so etwas wie Informationen zur Verfügung stellen über die Art und Weise, wie sich andere Staaten verhalten. Indem sie überwachen, was andere tun. Indem sie Leistungen erbringen, die allen helfen, bestimmte Probleme zu bewältigen, wie die Weltgesundheitsorganisation. All diese Dinge sind wichtig und zentral, dürfen aber nicht missverstanden werden. Und das wird einer der zentralen Punkte meines Vortrags sein. Wir dürfen nicht glauben, dass diese Organisationen quasi einfache Problemlöserinnen und Löser wären. Es geht nicht darum, Schalter umzulegen, sondern es geht darum, Prozesse zu organisieren. Wenn wir EU hören, wenn wir Vereinten Nationen hören, wenn wir Afrikanische Union hören, wenn wir Welthandelsorganisationen hören, haben wir die Vorstellung, das sind Gebilde, die Entscheidungen treffen können und diese Entscheidungen können gut oder schlecht sein. Aus meiner Sicht ist das keine angemessene Vorstellung von dem, was Organisationen in der internationalen Politik machen können. Organisationen treffen in allerseltensten Fällen eigene Entscheidungen. In der Regel bilden sie ein Umfeld, in dem Staaten Entscheidungen treffen. Und damit werden sie, ähnlich wie Anarchie, zu einem Strukturmerkmal internationaler Politik. Sie stellen Informationen zur Verfügung, die helfen, nationale Entscheidungen sinnvoll und im Vertrauen auf die Kooperation anderer zu treffen. Und das heißt, dass sie immer so organisiert sein müssen, diese Entscheidungen, diese Lösungsprozesse, dass das, was zentral ist in der internationalen Politik, nämlich die Souveränität von Staaten und ihre Handlungsfähigkeit, erhalten bleibt. Und damit sehen Sie, welche Schwierigkeiten es gibt in der internationalen Politik, diese Balance zu finden.
zwischen Sicherheitsstreben, Kooperationsbedürfnissen, Eigenständigkeitswahrung und Souveränitätsschutz. Und genau das ist es, worüber ich heute versuchen werde, mit Ihnen zu sprechen. Und das ist etwas, was auch aus theoretischer Perspektive eines der zentralen Themen in der Lehre von den internationalen Beziehungen ist. Und Sie kennen wahrscheinlich alle den Realismus, den rationalistischen Institutionalismus, den Konstruktivismus und kritische Theorie. Bei dem einen geht es darum, dass Institutionen eigentlich nur die Wurmfortsätze von Machtstrukturen sind. Bei den anderen geht es darum, dass gesagt wird, Institutionen sind Instrumente, die nützlich sind und die etwas hinzufügen zur internationalen Politik, sodass Staaten in der Lage sind, neue Wege zu gehen. Bei wieder anderen geht es darum, dass Institutionen das, was Staaten ausmacht, verändern. Man ist nicht lange Mitglied der Europäischen Union, ohne dass es Transformationsprozesse bei den Identitäten von Staaten gibt. Und kritische Theorien schließlich sagen, ja, Institutionen sind mächtig, können helfen, Probleme zu lösen, aber sie machen das in einer Art und Weise, dass Ungerechtigkeit und Ungleichheit fortgeschrieben werden. Sie sind nützlich und gleichzeitig dienen sie zur Verlängerung von bestehenden Machtstrukturen. Das sind die theoretischen Hintergründe, die wir uns heute vor Augen halten wollen und mit denen wir uns auseinandersetzen wollen am Beispiel der Vereinten Nationen. Und damit komme ich jetzt so langsam zu den etwas konkreteren Sachen, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Ist das soweit alles bei Ihnen dementsprechend, was ich schon gelernt habe? So in etwa. Ja, das war jetzt nicht alles vollkommen neu, sondern das war was, was ich mit meinen Worten und meinen Worten gesagt habe und wo Sie denken, okay, jetzt kann es weitergehen. Das Argument, was ich heute machen möchte, wird sich in 4 Schritten entwickeln. Ist schon angeklungen, es gibt unter anarchischen Bedingungen, so wie ich es eingeführt habe, keine einfachen Lösungen. Es geht immer darum, dass Staaten versuchen, Prozesse so zu organisieren, dass Handlungsfähigkeit und Souveränität erhalten bleiben und Probleme gelöst werden. Und bei diesen prozessorientierten Lösungsversuchen muss permanent nachgesteuert werden. Und das ist etwas, was aus politikwissenschaftlicher Sicht wahnsinnig interessant ist. Es ist nicht nur so, dass wir auf einmal so ein Ding haben wie die Vereinten Nationen und sagen, boah, da ist was, was vorher nicht da war. Sondern es ist viel interessanter, sich zu überlegen, wie sich diese Biester über Zeit verändern. Und wie wir das, was sich da verändert, so analysieren können, dass wir verstehen, warum es sich verändert und wie das im Internen funktioniert. Und das ist das, was quasi Politikwissenschaft aus meiner Sicht unglaublich interessant macht. Und dabei gilt, und das gilt meines Erachtens auch noch angesichts der Ukraine-Krise, dass militärische Mittel in dem Zusammenhang relativ sekundär sind. Die können sehr viel kaputt machen, das erleben wir gerade. Aber sie können nicht das steuern, was wir steuern wollen, nämlich Kooperation in einer Art und Weise, dass Probleme gelöst werden, die sie mit militärischen Mitteln nicht lösen können. Und wir können nachher auch darüber diskutieren, ob nicht hier auch sozusagen nochmal sichtbar wird in der Ukraine-Krise, wie sehr sich die Welt aktuell verändert hat. Die Welt hat sich so verändert, dass Staaten wie Russland sukzessive marginalisiert werden, weil sie eine ganze Reihe von Dingen eben nicht können, die notwendig sind, um in der Welt von heute bestehen zu können. Und wenn solche Akteure über Waffen verfügen, ist das ein echtes Problem. Aber es ist nichts, was aus meiner Sicht Probleme lösen könnte. Darüber können wir dann aber später noch einmal reden. Und das Ganze möchte ich jetzt versuchen, mit Ihnen durch einen Blick auf die Vereinten Nationen zu konkretisieren. Auch da werde ich in 4 Schritten vorgehen. Ich werde Ihnen zunächst einmal kurz etwas zu den Vereinten Nationen sagen, wo ich auch denke, dass wieder das etwas ist, was Sie in Ihrer Abiturvorbereitung eh machen müssen und wo ich hoffentlich offene Türen einrennen werde. Ich werde dann darauf eingehen, dass sich in den Vereinten Nationen seit dem Ende des Kalten Krieges unglaublich viel getan hat. Dass sich da Dinge verschoben haben, die aus politikwissenschaftlicher Sicht extrem interessant sind und die uns helfen können, besser zu analysieren, wie internationale Politik eigentlich funktioniert. Denn diese Verschiebungen gehen mit so etwas wie Reformbedarf einher. Wir müssen diese politischen Lösungsprozesse neu justieren und nachsteuern. Und das passiert. Und passiert auf teilweise recht kreative Art und Weise, und zwar mit dem Ziel, dass Mitsprache von Mitgliedstaaten optimiert wird. Es sind nicht, wie gesagt, Einrichtungen, die sagen, was gut und richtig ist, sondern es sind Einrichtungen, die uns helfen, die Staaten helfen, ihre Entscheidungen besser und verlässlicher zu treffen.
Im Zentrum stehen immer noch Staaten und ihre Regierungen. Und dabei werden Sie sehen, dass aus meiner Sicht hier sich in den letzten 20 Jahren eine immer stärkere Konzentration auf einen bestimmten Reformmodus beobachten lässt, nämlich auf den Aufbau von sogenannten Beratungssystemen. Das klingt erstmal extrem bescheiden, vor allen Dingen, wenn man sich in solchen Kategorien wie Panzern und Schlachtschiffen bewegt. Aber es ist meines Erachtens das, was internationale Politik im Kern ausmacht und entlang dessen sich so etwas wie Anarchie und Kooperation und Konflikt in ein sinnvolles Gleichgewicht bringen lässt. So, jetzt habe ich alles angekündigt, jetzt kommen wir zu den Vereinten Nationen. Das Ding kennen Sie. Das Biest wurde 1945 gegründet. Damals waren da 50 Staaten mit dabei. Mittlerweile zählen wir 193 Staaten. Das jüngste Mitglied der Vereinten Nationen ist der Südsudan, der, ich glaube, 2013, 2014 hinzugekommen ist. Das Ziel der Vereinten Nationen ist primär und vor allem die Wahrung von Frieden und Sicherheit in der internationalen Politik. Es geht um die Entwicklung und Fortbildung der Menschenrechte. Es geht darum, Zusammenarbeit zwischen Staaten zu fördern. Und es soll geholfen werden, dass alle Staaten ein höheres Wohlfahrtsniveau erreichen. Das soll geschehen im Rahmen einer spezifischen Struktur, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen, wo prägend vor allen Dingen die sechs Hauptorgane, fünf Hauptorgane der Vereinten Nationen sind. Und zwar der Sicherheitsrat, da komme ich nachher noch drauf, dann das Sekretariat als unterstützende Bürokratie, dann die Generalversammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat, der Internationale Gerichtshof und, was momentan schläft, der sogenannte Treuhandrat. Hinzu kommt eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Programmen, Funds, Kommissionen. Es gibt Sonderorganisationen und es gibt verwandte Organisationen, die alle zusammen das bilden, was wir als System der Vereinten Nationen bezeichnen. Dazu gehört die Food and Agriculture Organization in Rom, FAO, mit einer eigenständigen Struktur als einer Sonderorganisation. Dazu gehört die International Labour Organization, dazu gehört UNESCO, dazu gehört die Weltgesundheitsorganisation, also 14 von diesen verwandten Organisationen. Es gibt wahnsinnig viele Funds. Es gibt andere Organisationen, die eher im großen Orbit der Vereinten Nationen schweben, aber auch dem zugeordnet sind, wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien. Also sie haben wirklich ein relativ großes Setting an unterschiedlichen Institutionen, Organisationen, Kommissionen, Funds, die alle im Rahmen der Vereinten Nationen tätig sind, um eben Frieden, Menschenrechte, Zusammenarbeit und Entwicklung zu fördern. Dafür haben die Vereinten Nationen ein eigenes Budget. 2020 lag das bei 57,3 Milliarden Dollar und sie haben auch Personal. Im Sekretariat arbeiteten 2020 36.500 Menschen und im gesamten System der Vereinten Nationen waren 77.500 Menschen beschäftigt. Und für viele Absolventen der Politikwissenschaft ist das oft eine ganz reizvolle Perspektive, vielleicht irgendwie in dieser UN-Familie später sein Auskommen oder ihr Auskommen zu finden. Diese Vereinten Nationen, die relativ groß sind, wurden nach dem Ende des Kalten Krieges noch einmal deutlich größer. Und das ist erstmal interessant. Hier gab es einen Wandel zu beobachten, der dafür spricht, dass die Vereinten Nationen unter den Bedingungen von Globalisierung, Klimawandel, Migration und so weiter und so fort von den Staaten größer gemacht worden sind, dass sie gewachsen ist, weil viele der Meinung sind, dass sie so etwas wie die Vereinten Nationen mit ihren verschiedenen Verästelungen in der Tat brauchen. Und jetzt kommt einfach mal ein bunter Strauß an Begriffen und Namen, die das veranschaulichen sollen. Fangen wir mit den Menschenrechten an. Hier gab es 1993 die Wiener Menschenrechtskommission. Auf dieser Wiener Menschenrechtskommission wurde das Office of the High Representative of Human Rights eingerichtet. Diese ist dann so tätig geworden, dass 2006 sich die Staaten entschieden haben, so etwas wie einen Menschenrechtsrat einzuführen, der die vorhergehende Menschenrechtskommission abgelöst hat. Dazu später noch einmal mehr. Sie sehen eine Dynamik der Veränderung
und mit diesen Veränderungen ein substanzielles Wachstum im System der Vereinten Nationen. Das Gleiche lässt sich beobachten mit dem, was wir als Souveränität verstehen. Auch hier hat sich über die letzten 20 Jahre Erhebliches verändert. Und das lässt sich wie in einem Brennglas studieren durch das, was Sie alle kennen, nämlich die Responsibility to Protect. Und Sie wissen, dass mit der Responsibility to Protect ein neues Verständnis dessen, was eigentlich souveräne Aufgaben von Staaten sind, entwickelt wird. Es geht nicht mehr darum, dass Staaten als Staaten Rechte und Pflichten haben, sondern dass sie Rechte und Pflichten gegenüber ihren Gesellschaften haben und dass die Art und Weise, wie sie mit ihren Gesellschaften umgehen, einen Einfluss darauf hat, ob sie es noch als souverän angesehen werden, ja oder nein. Und hier kam es beim Weltgipfel 2005 zu einer substanziellen Fortschreibung der Responsibility to Protect Doktrin, die auf eine Relativierung von souveräner Staatlichkeit hinauslief, in dem Augenblick, wo Regierungen sich als unfähig oder unwillig zeigen, angemessen gegen Genozid, Kriegsverbrechen, menschliche Verbrechen gegen Menschlichkeit und ethnische Säuberungen vorzugehen. In dem Augenblick dürfen jetzt andere Staaten unter der Anleitung des Sicherheitsrates aktiv werden. Auch hier ist klar, es handelt sich nicht um eine völkerrechtliche Norm, aber um eine moralische Erwartung, die das prägt, was Staaten voneinander in Konfliktsituationen erwarten können. Ein weiteres Feld, wo ich nachher darauf eingehen werde, ist das extreme Wachstum von Friedensmissionen seit dem Ende des Kalten Krieges. Ähnliches gilt für ein dramatisches Ansteigen der Verwendung des Instruments internationaler Sanktionen, die wir seit dem Ende des Kalten Krieges beobachten können. Wir können sehen, dass Staaten mehr und mehr dazu übergehen, auch Rüstungsbereiche, die eigentlich zum Kernfeld der staatlichen Souveränität zählen, zu verregeln. Weil sie merken, dass Waffenhandel, wenn er illegale Kanäle nimmt, zu einem erheblichen Risiko für ihre eigene Sicherheit und Souveränität werden. Gerade sie deswegen lieber die Einschränkungen akzeptieren, die mit einem Waffenhandelsabkommen einhergehen, als auf dieses Waffenhandelsabkommen zu verzichten. Wir können auch beobachten, dass nach und nach zivilgesellschaftliche Akteure in die Hallen der Vereinten Nationen einrücken. Das heißt, dass nicht mehr Staaten vollkommen alleine sind, wenn sie Entscheidungen treffen, sondern dass sie von zivilgesellschaftlichen Akteuren, NGOs, Expertinnen, Experten, indigene Gruppen beobachtet werden, beraten werden und eben auch öffentlich kritisiert werden. Ich hatte schon gesagt, indigene Gruppen, indigene Völker schaffen es auch in das System der Vereinten Nationen rein. Was erstaunlich ist, weil es sich hier um eine Gruppe handelt, die sogenannten First Nations, die extrem staatskritisch sind, weil sie mit den Staaten auf ihrem jeweiligen Territorium alles andere als auf einer guten Beziehung leben, dass sie alles andere als auf gutem Fuße mit den Staaten auf ihren Territorien sich bewegen. Im Bereich der Bildung hat sich extrem viel getan. Dafür sprechen auch die SDGs, auf die ich gleich einkomme. Im Bereich der Flüchtlinge können wir beobachten, dass neue Regularien auf den Weg gebracht worden sind. Das gleiche gilt für den Global Compact on Migration. Wir können sehen, dass die Vereinten Nationen eine eigene Organisation gebildet haben, die sich mit Drogen- und Kriminalitätsproblemen auseinandersetzt. 2014 die Organisation of the United Nations on Drugs and Crimes, die massiv Staaten beraten, wie sie mit Drogen- und Kriminalitätsproblemen umgehen können. Wir haben die sogenannten Millennium Development Goals. Wir haben dann die Sustainable Development Goals, die nochmal wesentlich größer gedacht worden sind und einen bemerkenswert partizipativen Prozess entwickelt worden sind. Wir haben die Vereinten Nationen aktiv im Feld von Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und wir haben die Vereinten Nationen, die immer tätiger werden mit Blick auf Umweltschutz. Alles das hat sich in relativ kurzer Zeitspanne abgespielt, nach dem Ende des Kalten Krieges bis hinein in die Gegenwart. Und wenn Sie meinen, das sei jetzt im Grunde abschließend, dann kann ich Ihnen sagen, ich könnte Ihnen auch eine ganze Weile mehr darüber erzählen. Ich könnte Ihnen erzählen, was sich im Völkerrecht getan hat. Ich könnte Ihnen sagen, was im Bereich der Telekommunikation geschehen ist. Ich könnte Ihnen sagen, wie der Handel reguliert wird. Ich könnte Ihnen was zu Bevölkerungsprogrammen erzählen. Ich könnte was zu
Anti-Wüsten-Programm sagen und ich könnte etwas zum humanitären Programm sagen. In all diesen Bereichen sehen Sie Veränderungen und diese Veränderungen sind interessant, auch wenn sie sicherlich nicht den Herausforderungen entsprechen. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, die Vereinten Nationen weiß zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, das ist eine furchtbar gute Organisation, die alles prima hinkriegt. Es geht nur darum zu sagen, dass hier etwas geschieht, was erstmal bemerkenswert ist. Und wo wir uns überlegen müssen, wie diese Dynamik rekonstruiert werden kann. Und das geschieht nicht im finanzfreien Raum, sondern Sie können sehen, dass den Staaten das, was da passiert, auch etwas wert ist. Sie können seit dem Ende des Kalten Krieges beobachten, dass die Gelder, die durch die Vereinten Nationen kanalisiert werden, nachhaltig, stark und deutlich angestiegen sind. Und dabei sind die sogenannten Assessed Contributions, also die blaue Kurve, nach einem kurzen Anstieg relativ abgeflacht. Das sind die Mittel, die Staaten verpflichtet sind, den Vereinten Nationen nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit ausgedrückt in ihrem Bruttosozialprodukt zur Verfügung zu stellen. Die rote Linie sind die sogenannten Voluntary Contributions. Die sind stark angestiegen, weil Staaten es offensichtlich sinnvoll und nützlich finden, Geld in die Vereinten Nationen zu pumpen, um in bestimmten Feldern aktiv zu werden und in diesen Feldern auch Veränderungen anzustreben, die für sie günstig sind. Also, es verändert sich etwas. Und es verändert sich vor allen Dingen etwas im Herz der Vereinten Nationen, worauf ich jetzt heute nochmal ganz besonders zu sprechen kommen möchte. Und ich meine den Sicherheitsrat als der sogenannten Lead Organization within the United Nations. Sie wissen, der Sicherheitsrat hat die zentrale Aufgabe, und das kriegt er oft nicht so richtig gut hin, aber er hat zumindest die zentrale Aufgabe, in der internationalen Politik für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Und wenn der Sicherheitsrat aktiv wird, müssen alle anderen Organe, Funds, Institutionen der Vereinten Nationen ruhig sein und dem, was der Sicherheitsrat vorgibt, in seiner Entscheidung auch folgen lassen. Das heißt, das ist das Organ, was im System der Vereinten Nationen eine ganz zentrale Rolle spielt und diese Rolle strahlt quasi in das übrige System aus. Und deswegen ist es unter politikwissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr interessant, sich mit dem Sicherheitsrat zu beschäftigen, weil das so eine Art Pars in toto ist, wo Sie sehen können, wie in einem bestimmten Feld sich Dinge verändern, die paradigmatisch für das stehen, was die Vereinten Nationen insgesamt umtreibt und vorantreibt. Sie wissen, dass eine zentrale Aufgabe des Sicherheitsrats dabei die Durchsetzung des sogenannten Gewaltverbots ist. Staaten müssen davon absehen, ihre Interessen gegenüber anderen Staaten durch die Androhung oder Androhung von Gewalt zu verfolgen. Artikel 2, 4 in den Vereinten, in der Charta der Vereinten Nationen. Dass der Sicherheitsrat da immer wieder daran scheitert, ist klar. Aber er scheitert eben nicht immer und es passiert was. Und dafür, dass das passiert, sind die Mitglieder des Sicherheitsrats verantwortlich. Und hier haben wir es vor allen Dingen mit 15 Staaten zu tun, die diesen Sicherheitsrat konstituieren. Sie haben die sogenannten P5, die permanenten 5. Das sind die dauerhaft anwesenden Mitglieder des Sicherheitsrats, die auch über ein Veto verfügen. Sie wissen, dass es sich dabei um die USA, um Russland, um China, um Großbritannien und um Frankreich handelt. Und es gibt die sogenannten E10, die gewählten 10, die jeweils 2 Jahre lang Mitglied des Sicherheitsrates sein können, an den Entscheidungen mitwirken können, dann aber den Sicherheitsrat für mindestens 2 Jahre wieder verlassen müssen, bevor sie wieder hineingewählt werden können. Diese 10 und deren Sitze werden nach einem komplexen Schlüssel vergeben, der sich vor allen Dingen an regionalen Proporzkriterien orientiert. Und auf dieser Grundlage können dann bestimmte Bereiche für ihren jeweiligen Region Vorschläge machen und diese Vorschläge werden dann entweder in den Sicherheitsrat hineingewählt oder eben auch nicht. Damit dieser Sicherheitsrat aktiv werden kann und verbindliche Entscheidungen treffen kann, muss er Resolutionen verabschieden. Und diese Resolutionen brauchen immer 9 Stimmen, Zustimmung mindestens.
und es darf kein Veto fallen. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Und diese Resolutionen, wenn sie denn mit mindestens 9 Stimmen gefasst worden sind und wenn es keine Veto-Stimme gab, ist dann für alle Mitgliedstaaten verbindlich. Und was den Sicherheitsrat insbesondere auszeichnet, ist, dass er als einziges Organ der Vereinten Nationen legitimerweise militärische Mittel in den internationalen Beziehungen jenseits konkreter Selbstverteidigung von Staaten einsetzen darf. Das heißt, als Ultima Ratio ist der Sicherheitsrat berechtigt, unter Artikel 42 der Vereinten Nationen Charta Gewalt einzusetzen zur Wahrung von Sicherheit und Frieden auf der internationalen Ebene. Und damit ist der Security Council the lead organization of the organization. Und auch hier können wir was ganz Ähnliches beobachten wie eben bei den Vereinten Nationen insgesamt. Wir sehen hier, dass mit dem Ende des Kalten Krieges die Zahl der Treffen und der Resolutionen deutlich zugenommen haben. Das Ding fing an zu brummen. Gleichzeitig können Sie beobachten, dass mit dem Ende des Kalten Krieges zunächst einmal der Gebrauch des Vetos radikal abgenommen hat. Er ist dann sukzessive wieder angestiegen auf ein absolutes Niveau, was zunächst einmal beunruhigend aussieht. Wenn Sie das aber rechnen mit Blick auf die Zahl der Resolutionen, die getroffen worden sind, dann stellen Sie fest, dass die Vetos pro Resolutionen nach wie vor in einem relativ geringen Bereich sich bewegen. Das heißt, es wird sichtbar, dass der Sicherheitsrat als Sicherheitsrat seit dem Ende des Krieges relativ stark handlungsfähig geworden ist, dass diese Handlungsfähigkeit seit der Eskalation des Syrien-Konfliktes nachgelassen hat, dass sie aber bis zur aktuellen Ukraine-Krise relativ hoch geblieben ist, was man auch sehen kann, dass quasi die relative Zahl von Vetos sich in einem 1%-Bereich bewegt hat. Dass das momentan anders ist, wissen Sie auch. Was dazu geführt hat, dass in einer relativ seltenen Maßnahme der Sicherheitsrat entschieden hat, eine Entscheidung nicht mehr selber zu treffen, sondern eine Angelegenheit von höchster Bedeutung in die Generalversammlung zu verschieben. Das ist nun der Uniting for Peace Resolution, die damals während des Koreakrieges verfasst worden ist und die besagt, dass die Generalversammlung in besonderen Situationen, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, nicht handlungsfähig ist, Entscheidungen für den Sicherheitsrat treffen kann, auch wenn diese Entscheidungen nicht die Verbindlichkeit haben wie der Sicherheitsrat. Aber sie sind ein starkes Signal, was in der Staatengemeinschaft für legitim oder nicht legitim gehalten wird. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann das denn sein, dass der Sicherheitsrat in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, aber in der Lage ist, Entscheidungen auszulagern, dann hängt das damit zusammen, dass im Sicherheitsrat zwei unterschiedliche Angelegenheiten immer beraten werden. Es gibt substanzielle Angelegenheiten, wie eben die Verurteilung von Staaten wegen Aggression, das wurde versucht mit Blick auf die Ukraine, und es gibt prozedurale Angelegenheiten. Das Veto gilt nur bei substanziellen Angelegenheiten. In dem Augenblick, wo es um prozedurale Angelegenheiten geht, kann der Sicherheitsrat mit Mehrheit entscheiden. Und das hat gereicht, um die Frage der Behandlung der Ukraine-Krise in die Generalversammlung zu transferieren. Und wie Sie wissen, hat es in der Generalversammlung eine überwältigende Mehrheit für eine Verurteilung Russlands gegeben, bei gleichzeitiger Enthaltung von ungefähr 36 Staaten und der Gegenstimme von knappen 5 Staaten. Das ist sehr bemerkenswert, weil Resolution der Generalversammlung um verbindlich oder bindend zu sein, eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Auch dann sind sie nur empfehlend, aber dann sind sie zumindest empfehlend, weil eben dieses Zweidrittelquorum überschritten worden ist. Zurück zu den Aktivitäten des Sicherheitsrates. Auch hier können Sie beobachten, dass es neben den reinen Entscheidungen zu einer deutlichen Zunahme auch von substanziellen Maßnahmen seit dem Ende des Kalten Krieges gekommen ist.
Das ist hier auf der Folie erkennbar an der blauen Fläche, die für Peacekeeping Missions steht, also für Friedensmissionen, wo Sie sehen, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die Zahl dramatisch angestiegen ist und dann sich so bei etwa zwischen 14 und 16 Missionen, die in einem Jahr aktiv sind, eingependelt haben. Genauso können wir beobachten, dass die Mittel, die für Peacekeeping Operations zur Verfügung gestellt werden, substanziell angestiegen sind. Dafür steht die schwarze Linie. Und das bedeutet, dass diese Dinge, die Peacekeeping Operations, nicht nur mehr geworden sind, sondern auch anders geworden sind. Sie dienen jetzt nicht mehr nur allein die Peacekeeping Missions in der ersten Generation dazu, einen vereinbarten Waffenstillstand zu überwachen und Konfliktparteien auf Abstand zu halten, sondern mittlerweile werden diese Peacekeeping Operations eingesetzt, um sehr komplexe Aufgaben in Friedenskonsolidierungsprozessen zu übernehmen. Und sie sind deswegen so attraktiv und spielen so eine große Rolle, weil immer wieder Konfliktparteien merken, dass ihr Krieg zwar blöd ist, dass sie aber aus dieser Dummheit nicht rauskommen ohne externe Hilfe. Und zwar deswegen, weil sie einander massiv misstrauen. Unter solchen Bedingungen kann das Entsenden von Blauhelmen helfen, Staaten die Garantien zu geben, die sie brauchen, um sich auf einen Demilitarisierungsprozess einzulassen. Denn Sie müssen sich vorstellen, das sind extrem gefährliche kriegerische Situationen in Bosnien, Liberia, Namibia, Angola, in Mosambik, in Kambodscha, in Lateinamerika. Sie können unglaublich viele Fälle erzählen. Mittlerweile gibt es 70 von diesen, über 70 von diesen Peacekeeping Operations, wo immer wieder das Problem ist, dass Staaten, dass Akteure miteinander in einem kriegerischen Konflikt sind, sich massiv misstrauen und dieses Misstrauen aus eigener Kraft nicht überwinden können. Und in dem Augenblick, wo sie mit Peacekeepern reingehen können und den Parteien sagen können, ihr werdet diesen Krieg nicht im Frieden verlieren, sondern es wird eine wie auch immer geartete Konsenslösung geben, in dem Augenblick werden diese Missionen immer wichtiger. Und das lässt sich auch statistisch relativ gut zeigen. Sie können quasi mit statistischen Mitteln nachweisen, dass Konflikte mit Friedensmissionen nach einem Abkommen deutlich seltener wieder aufflammen als Konflikte, wo diese Peacekeeping Missions fehlen. Das heißt, sie machen einen Unterschied bei allen Schwierigkeiten, die mit diesen Missionen immer wieder aufgebaut sind. Sie sind schlecht finanziert, sie sind nicht auf Dauer gestellt, sie sind oft hegemonial ausgerichtet, die Entsendestaaten haben Eigeninteressen. Es gibt ganz viele Punkte, wo diese Missionen nicht das Gelbe vom Ei sind. Aber insgesamt können selbst diese schlechten Missionen eine Situation noch verbessern. Und deswegen, wenn sie auch noch reformiert werden als Instrument, könnte es noch tauglicher werden. Was Ähnliches lässt sich beobachten mit Blick auf die Sanktionen, die vom Sicherheitsrat verhängt werden. Auch hier sehen Sie, dass nach dem Ende des Kalten Krieges sich einiges verschoben und verändert hat. Das gilt jetzt wiederum nicht nur für die Zahl an Sanktionen, sondern auch für die Qualität der Sanktionen. Mit den Irak-Sanktionen sind Erkenntnisse einhergegangen, die darauf hinauslaufen, dass Staaten auf einmal merken, harte Sanktionen, die nur die Bevölkerung treffen, sind nicht gut, auch wenn sie Regierungen unter Druck setzen. Deswegen wurde das Instrument der sogenannten Targeted Sanctions entwickelt, wo gezielt einzelne Gruppen über Finanzsanktionen bestraft werden und wo die Erwartung ist, dass diese Strafen über Zeit eine Wirkung entfalten, so dass Konfliktparteien ein eigenes Interesse an einer Lösung entwickeln. Auch da können wir nachher noch drüber reden, wenn wir eventuell über die Ukraine diskutieren. Okay. Wir haben jetzt was gesehen in den Vereinten Nationen. Wir haben gesehen, es tut sich was. Es ist nicht genug, es könnte viel mehr passieren, aber es tut sich was. Und das, was sich da tut, hat auch zur Folge, dass sich in den Vereinten Nationen die Gewichte anfangen zu verschieben. Es knirscht im System bei allen Aktivitäten, die dieses System auf einmal entfaltet. Und das kann auf den kurzen Nenner gebracht werden, dass mit der Zunahme von Friedensmissionen, mit einer Ausweitung des Friedensbegriffes,
mit der steigenden Rolle des Sekretariats bei der Organisation von Friedensmissionen und Friedenskonsolidierungsoperationen, der Sicherheitsrat und das Sekretariat in dem System der Vereinten Nationen erheblich an Gewicht gewonnen haben. Die sind auf einmal wichtig geworden. Während des Kalten Krieges haben die sich wunderbar blockiert und da hat die Musik, wenn überhaupt, eher eine Generalversammlung gespielt. Jetzt auf einmal spielt die Musik im Sicherheitsrat und das führt zu einer Abwertung der Generalversammlung. Die wenigen, die 15, treffen Entscheidungen, die extrem große Auswirkungen auf die Mehrheit in der Generalversammlung haben, ohne dass die Generalversammlung sich wirklich an diesen Entscheidungen beteiligen könnte. Und Sie können sich vorstellen, dass das für Stunk sorgt im System der Vereinten Nationen. Unter den Mitgliedstaaten wächst die Unzufriedenheit mit einem System, wo wenige nach dem Muster der alten Zeit Entscheidungen für die vielen treffen, die mittlerweile ganz anders dastehen, als sie noch in den 50er Jahren dagestanden sind. Uns ist klar, dass quasi im System der Vereinten Nationen mit den Aktivitätsverschiebungen auf einmal auch politische Diskussionen einsetzen, wie mit diesen Veränderungen umgegangen werden kann, wo einige entscheiden und die anderen zahlen müssen oder Truppen zur Verfügung stellen müssen. Und das heißt, wir haben es in den Vereinten Nationen mit einem wachsenden Reformbedarf zu tun. Wir müssen diese Lösungsansätze neu organisieren und neu strukturieren. Dass dieser wachsende Reformbedarf von allen gesehen wird, hängt damit zusammen, dass auch der Sicherheitsrat trotz seiner dominanten formalen Stellung darauf angewiesen ist, dass andere Staaten seine Entscheidungen mittragen. Wenn sie Sanktionen verhängen, brauchen sie die Kooperation der Anrainerstaaten. Ansonsten verpuffen die Dinge. Wenn sie Friedensmissionen auf den Weg bringen möchten, dann brauchen sie Länder, die Truppen zur Verfügung stellen für diese Friedensmission. Die können sie nicht alle zwingen, auch wenn sie so eine gewichtige Stellung haben. Das heißt, sie müssen Staaten dazu bewegen, sich an Dinge zu beteiligen, wo sie auf einmal sagen, aber die haben ja keine Mitsprachemöglichkeiten. Warum soll ich mich daran beteiligen? Also der Sicherheitsrat sieht ein, dass hier was passieren muss, weil die Kooperation derjenigen, auf deren Kooperation er angewiesen ist, dafür einen Preis fordern. Und entsprechend können wir in der Tat im System der Vereinten Nationen auf einmal sehen, wie sich hier auch institutionell bei der Organisation von Lösungsprozessen wieder etwas substanziell verschiebt. Und das möchte ich, höre ich auch bald auf, versuchen Ihnen in drei ganz kurzen Schlaglichtern vorzuführen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass Sie auf einmal sehen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, welche Rechte formeller Staaten haben, sondern wie sie in Entscheidungsprozesse eingebunden sind und dass die Art der Einbindung dafür ausschlaggebend ist, ob so ein System funktioniert, ja oder nein. Es geht um die Organisation von Prozessen. Das ist quasi das Kernargument, was ich jetzt immer wieder versuche, hier zu machen. Also Reformbemühungen in drei Schritten. Das erste ist, dass die Generalversammlung, die Mitstaaten der Generalversammlung versuchen, so etwas wie normative Leitplanken einzuführen, die die Arbeitsweise des Sicherheitsrates beeinflussen sollen. Es geht nicht um völkerrechtlich verbindliche Beschlüsse, sondern es geht darum, den moralischen Horizont zu verändern. Und da werden wir, wie Sie gleich sehen werden, wieder der berühmten Responsibility to Protect begegnen. Dann geht es darum, die Arbeitsweise des Sicherheitsrates zu verändern. Sie werden merken, formale Reformen sind unter den Mehrheitsverhältnissen der Generalversammlung nicht möglich. Gleichzeitig muss aber was passieren, weil sonst viele Staaten schmollen. Allen voran Deutschland, Brasilien, Indien und Japan. Also muss man Wege finden, die so weit zufriedenzustellen, dass sie das Gefühl haben, hinreichend gehört zu werden. Und wenn das über formelle Reformen nicht geht, geht es eben über die informelle Reform von Arbeitsweisen. Und schlussendlich gibt es neue Institutionen, die das noch einmal stärker festschreiben. Kommen wir zum ersten Schritt, den normativen Leitplanken für den Sicherheitsrat.
Auch hier haben Sie wahrscheinlich im Unterricht schon gehört, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kein linearer Prozess eines wunderbar funktionierenden Organs der Vereinten Nationen ist, sondern ein Prozess, der immer wieder durch massives Scheitern und Versagen geprägt war. Und eins der eindrücklichsten Situationen des Scheiterns war das Scheitern des Sicherheitsrates bei den Krisen in Ruanda und bei dem Genozid in Srebrenica während des bosnischen Bürgerkriegs. Hier haben wir es mit zwei Schlüsselmomenten zu tun, wo furchtbare Sachen passiert sind und wo die Vereinten Nationen im Allgemeinen und der Sicherheitsrat im Besonderen komplett untätig geblieben ist. Ich habe Ihnen hier ein Cartoon mitgebracht, welches während des Genozids in Ruanda in Le Monde erschienen ist. Sie sehen eine Marktsituation, Sie sehen einen Blauhelm beim Einkaufen, eine Marktfrau, die Massaker anbietete, fragte, interessiert Sie das? Und der Blauhelm sagte, non, non, je regarde seulement, ich schaue nur. Das galt damals paradigmatisch für die Haltung der Vereinten Nationen mit Blick auf viele Krisen- und Konfliktsituationen in der Welt. Und damit war die Generalversammlung und viele Staaten extrem unzufrieden. Und das hat dann einen Prozess ausgelöst, an dessen Ende besagte Responsibility to Protect stand. Sie wurde 2005 auf der Generalversammlung der Weltversammlung der Staaten in der Abschlusserklärung einstimmig angenommen, in den berühmten Paragraphen 138 und 139. Und damit wurde gesagt, dass sowas nicht mehr passieren darf, weil Staaten nur dann souveräne Staaten sind, wenn sie ihrer Schutzverantwortung gegenüber ihren Gesellschaften nachkommen. Und das heißt, sie müssen ihre Gesellschaften vor Genozid, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnischen Vertreibungen schützen. Wenn sie das nicht machen, dann sollte die Staatengemeinschaft einschreiten und das heißt, der Sicherheitsrat soll aktiv werden. Diese Erwartung wurde signifikant im Rahmen der Responsibility to Protect Doctrine formuliert. Dabei handelt es sich, wie ich schon mehrmals gesagt habe, nicht um eine völkerrechtlich verbindliche Norm, weil diese rechtlichen Normen spielen in der Politik eine viel geringere Rolle als viele annehmen, sondern es geht um eine moralische Erwartung, die das Umfeld prägt, innerhalb dessen dann Lösungsprozesse stattfinden. Es ist eine Erwartung, die zu Debatten führt und diese Debatten müssen Staaten so klären, dass am Ende sie gemeinsame Probleme auch gemeinsam bearbeiten und lösen können. Auch das ist oft ein hässlicher, schwieriger Prozess, aber so funktioniert aus meiner Sicht dieses Biest, was wir Vereinte Nationen nennen. Kommen wir zu den Arbeitsweisen des Sicherheitsrates. Ich hatte Ihnen gesagt, dass hier formelle Reformen zunächst einmal angestrebt wurden. Es ging darum, dass im Sicherheitsrat 5 Staaten, die P5, über immense Kompetenzen verfügen, immer dabei sind, ein Vetorecht haben, und die anderen 10 Hanseln immer mal wieder reingewählt werden und rausgewählt werden, eigentlich keine Ahnung haben, kein institutionelles Gedächtnis haben und so ein bisschen mitspielen dürfen, aber nicht substanziell mitentscheiden dürfen. Das fanden Staaten, die vor allen Dingen einen wichtigen Beitrag zu den Vereinten Nationen leisteten, wie Deutschland, Japan, Indien und Brasilien, ungerecht und nicht angemessen. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen den Sicherheitsrat verändern. Wir müssen seine Zusammensetzung so verändern, dass die Zusammensetzung den realen Verhältnissen in der internationalen Politik besser entspricht. Und nach Überzeugung von den sogenannten G4, also Deutschland, Japan, Indien und Brasilien, hätte das bedeutet, dass wir 6 neue Plätze bekommen im Sicherheitsrat, die permanenter Art sind. Und die 4 sind dabei, surprise, surprise, und eben noch 2 afrikanische Staaten. Außerdem sollte es 5 weitere nichtständige Sitze geben, um auch andere Staaten stärker in die Arbeitsweise des Sicherheitsrates einzubinden. Das belief sich jetzt aber 25 Sitze. Und das galt noch als eine Größe, die handhabbar ist, ohne die Effektivität dieses Organs nachhaltig
zu beeinflussen. Als dieser Vorhang auf den Tisch kam, können Sie sich vorstellen, dass das eine Reihe von Staaten nicht lustig fanden. Wieso darf Deutschland dabei sein? Warum darf Japan dabei sein? Wieso Brasilien? Warum Indien? Wo ich Italien oder ich Spanien oder ich Argentinien oder Südkorea mindestens genauso wichtig bin. Vielleicht ein bisschen weniger bezahle, aber auch eine wichtige Rolle spiele in der Zahlenpolitik. Warum sollen die da rein und ich darf nicht? Also gab es einen Gegenvorschlag. Dieser Gegenvorschlag lief darauf hinaus, dass man 11 neue Sitze einführt und gleichzeitig diese Sitze mit Wiederwahlmöglichkeiten ausstattet. Das fanden die vier, unter anderem Deutschland, überhaupt nicht gut, weil das nicht ihren Leistungen entsprechen würde. Aber es gab einen Gegenvorschlag und dieser Gegenvorschlag fand in den Vereinten Nationen der Generalversammlung Unterstützung. Das war aber dummerweise nicht der einzige Gegenvorschlag, der fundiert worden ist. Es kamen die afrikanischen Staaten, die sagten, wir haben eigentlich bisher überhaupt nichts zu melden. Das ist echt nicht in Ordnung. Und wir wollen nicht nur sechs neue ständige Sitze, sondern diese sechs neuen ständigen Sitze müssen die gleichen Privilegien haben wie die der P5. Das heißt, wir wollen sechs neue Sitze mit Veto. Auch wer es den ganzen Abend lahmlegt, das ist eine Frage der Ehre und des Prestiges. Wir haben 52 Staaten auf sich vereinigt. Und dann gab es noch einen Vorschlag und noch einen Vorschlag. Und das Problem war, dass sie eine Reform der Vereinten Nationen nach Artikel 108 nur durchführen können, wenn es in der Generalversammlung eine Zweidrittelzustimmung gibt und wenn in der anschließenden Ratifizierung auch alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates einschließlich zwei Drittel der Staatengemeinschaft zugestimmt haben. Und diese Zweidrittelmehrheit war von diesem Horizont nicht zu erreichen, weil die Staaten sich zu sehr stritten und weil merkwürdigerweise Artikel 108 als sakrosankt galt. Egal wie mächtig ein Staat ist, egal wie viel Geld er fährt, egal wie klein er ist, 108 galt. Und 108 heißt Zweidrittelmehrheit, ohne die geht gar nichts. Und damit war die Reform erst einmal tot. Jetzt ist das Problem aber immer noch das gleiche. Staaten sind nicht beteiligt an den Entscheidungen des Sicherheitsrates. Also kam man auf die Idee, unterhalb der Schwelle der Artikels 108 die Arbeitsweisen im System der Vereinten Nationen so zu verändern, dass mehr Staaten sich mit ihren Interessen einbringen können, in der Erwartung, dass der Sicherheitsrat in seiner jetzigen Zusammensetzung das berücksichtigen wird, weil er sonst die Unterstützung der vielen verlieren würde. Und das fing damit an, dass der Sicherheitsrat seit 2008 anfängt, regelmäßig, was man eigentlich für selbstverständlich halten würde, seine Agenda zu veröffentlichen. Und zwar im Voraus, sodass Staaten wissen, was in dem Organ besprochen wird, um dann entsprechend ihre eigenen Interessen formulieren zu können und zu kommunizieren können an Mitglieder des Sicherheitsrates. Dann gab es eine systematische Einbindung von Stakeholdern. Wenn der Sicherheitsrat Entscheidungen zu Friedensmissionen traf oder zu Sanktionen, wurden die Anrainerstaaten gehört, wurden eingeladen, wurden eingebunden. Und das galt jetzt nicht nur für Regierungen, sondern im Rahmen des sogenannten AREA-Formulars wurden auch NGOs in die Arbeit des Sicherheitsrates sukzessive eingezogen, weil der Sicherheitsrat seine Mitglieder merken, dass hier Kompetenzen sind, die sie brauchen, um effektive Missionen auf den Weg zu bringen. Es gab dann auch immer mehr Berichte über die Entscheidungen des Sicherheitsrates in Form von sogenannten Presidential Statements. Das sind Dokumente, in denen der jeweilige Präsident, Präsidentin des Sicherheitsrates, Rechenschaft über Entscheidungen abgibt und diese Entscheidungen begründet. Und das ist wichtig in der Zahlenpolitik, weil dadurch Präzedenzien geschaffen werden. Sie können sich auf solche Entscheidungen nachher berufen und sagen, wenn das damals gilt, muss das auch heute gelten. Und auch darüber können Sie noch einen diskursiven Raum erzeugen, indem Ihre Argumente auf einmal ein höheres Gewicht erlangen können. Und dann wurde der Sicherheitsrat auf Reisen geschickt. Das heißt, es wurde vereinbart, dass der Sicherheitsrat nicht nur in New York tagt, sondern mindestens drei oder vier Mal im Jahr
auch an anderen Orten der Welt, wo es um akute Konflikte ging. Und entsprechend wurden diese Erfahrungen eingepreist. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Veränderung der Arbeitsweisen zu beobachten, die dazu führen, dass Akteure stärker gehört werden, die vorher nicht gehört werden, auch wenn es keine formelle Reform des Systems gab. Hinzu kamen noch neue Institutionen, dafür zählte vor allem die Kommission für Friedenskonsolidierung, die 2005 eingerichtet worden ist und wo es darum geht, Friedenskonsolidierung zu koordinieren zwischen unterschiedlichen Akteuren. Wenn Sie irgendwo in Liberia unterwegs sind, oder in Sierra Leone oder in Kambodscha, dann geht es darum, nicht nur Soldaten dahin zu schicken, sondern Verwaltungen aufzubauen, Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, Demobilisierungsmaßnahmen anzuleiten, Menschen wieder in ihr normales Alltagsleben zu integrieren, durchgeknallte toxische Männlichkeiten so zu transformieren, dass diese Männer, die vorher im Krieg extrem gewalttätig waren, für die eigenen Gesellschaften nicht wieder eine ernsthafte Gefahr werden konnten. Und hierfür wurde eine Kommission geschaffen, die beim Sicherheitsrat und bei der Generalversammlung angesiedelt war, die 31 Mitglieder hat. Und wo Sie auf einmal sehen, dass nicht nur der Sicherheitsrat da drin sitzt, sondern eben auch 7 gewählte Mitglieder der Generalversammlung, 7 gewählte Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrates, 5 der größten truppenstellenden Länder und 5 der Länder, die am meisten diese Finanzen mobilisieren, die notwendig sind. Also wie hier auf einmal im System der Vereinten Nationen Beteiligungsrechte und Formate umgestaltet worden sind. Was Ähnliches können wir beobachten mit Blick auf die Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrates. Hier können wir beobachten, dass es sehr viele neue Sanktionsregime gab und dass diese Sanktionsregime auf einmal mit Mitgliedern des Sicherheitsrates besetzt worden sind, aber dann auch sukzessive Expertengruppen eingebunden worden sind, um hier eine neue Perspektive einzubeziehen, die auf Argumenten beruht und nicht so sehr auf Machtinteressen, um auf diesen kurzen Nenner zu bringen. Also wir haben es mit einem Sicherheitsrat zu tun, der formal der gleichen ist. Wir haben immer noch 15 Mitglieder, 5 P5, 10 Gewählte. Gleichwohl hat er sich in seiner Arbeitsweise nachhaltig verändert und an die neuen Herausforderungen angepasst. Und dabei geht es nicht so sehr darum, wer Entscheidungen trifft, die halt im Sicherheitsrat sind, sondern wie sie getroffen werden und wie Staaten merken, dass sie mit ihren jeweiligen Anliegen eingebunden werden. Und deswegen ist mittlerweile Stand der Forschung, dass the Security Council of today very different is to the Security Council 25 years ago. Denn die Problemlösungsprozesse haben dazu geführt, dass umfassende Beratungssysteme etabliert worden sind, in deren Rahmen auf einmal eine ganz andere Kommunikation möglich geworden ist, als es vorher der Fall war. Und das führt dazu, dass diese Organisation als Organisation sich auf neue Umweltherausforderungen durchaus rational angepasst hat. Sie merken, ich rede, ich komme so langsam zum Schluss. Ich wollte Ihnen das Gleiche nochmal demonstrieren mit Blick auf die Klimapolitik. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Mit Blick auf die Menschenrechtspolitik. Das schaffe ich auch nicht. Und mit Blick auf die Beteiligung indigener Völker. Das wird auch nichts. Aber in all diesen Feldern können Sie quasi ähnliche Prozesse beobachten, wo Sie sehen, dass diese großen Herausforderungen so strukturiert werden, dass Entscheidungsprozesse gefunden werden, an denen sich Akteure in einer neuen, anderen Art und Weise beteiligen können, um eben die Beratungen so zu strukturieren, dass sie zielführend zumindest ein halbwegs vernünftiges Ergebnis formulieren. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe versucht, Ihnen heute klarzumachen, aus meiner Sicht, klarzumachen, dass internationale Politik im Spannungsfeld von Anarchie, Konflikt und Kooperation stattfindet. Dass Anarchie ein Strukturelement ist, was Unsicherheit erzeugt und Staaten zu Selbsthilfe anlegt. Dass das in einem Umfeld passiert, in dem es immer wieder zu Konflikten kommt, wo aber auch gleichzeitig die Kooperationsanforderungen durch Globalisierung, Klimawandel, kriegerische Konflikte permanent zunehmen. Um diese Kooperationsanforderungen unter diesen Bedingungen auch nur halbwegs gerecht zu werden, braucht es Organisationen. Diese Organisationen sind aber nicht Entitäten, die quasi die Entscheidungsgrößen, die Entscheiderinnen werden
in der internationalen Politik, sondern die müssen wir uns so vorstellen, dass hier Entscheidungsprozesse organisiert werden, dass Lösungsprozesse organisiert werden. Und da geht es nicht so sehr um formale Größen, die relevant sind, sondern um die Art und Weise, wie Beteiligung in der Praxis ermöglicht wird. Und das geschieht durch das, was ich hier als Beratungssysteme versucht habe, Ihnen nahezubringen. Jetzt habe ich eine Stunde geredet und hoffe, das war einigermaßen erträglich. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Hasenkleber. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie spannend Politikwissenschaft sein kann. Und mein Eindruck ist, Sie haben einiges gelernt, hoffe ich, denke ich. Ich auch. Und es ist trotzdem erst der Anfang von dem, was noch dahinter steckt, an Tiefe und an Wissen. Besonders spannend fand ich jetzt den Fokus, den Sie gelegt haben, auf die Organisationen, darauf, dass Organisiertheit und Prozesse dazu beitragen können, unabhängig von Inhalten, von Moral, von allem anderen, was uns heute auch bewegt, Frieden, Wohlstand, Menschenrechte, Demokratie in der Welt zu versuchen sicherzustellen. Und ich spüre da ein hohes Engagement. Es gibt natürlich ganz viele andere Prozesse, die hier mit reinspielen. Jetzt würde ich aber gerne erstmal den Ball ins Publikum werfen und schauen, ob jemand eine konkrete Frage hat. Vielleicht haben Sie irgendwas nicht verstanden oder sagen, da will ich nochmal nachhaken. Die Runde ist freigegeben für Sie. Sie dürfen sich einfach melden. Dann würde ich Sie vornehmen bitten, wenn jemand sich traut. Sonst gebe ich Ihnen noch mal 3 Minuten Bedenkzeit und stelle eine eigene Frage. Danach sind Sie dann noch mal, genau, jetzt müsste es gehen, sind Sie dran. Sie haben formuliert die Ziele der Vereinten Nationen. Und ich steige gleich ein in den Ukraine-Konflikt. Sind diese Ziele tatsächlich auch die Ziele von allen Staaten, die Sie genannt haben? Also Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Oder ist das nicht das ein Teil des Problems sozusagen, dass diese Ziele eventuell doch eher Ziele von westlichen Demokratien sind, von Wohlfahrtsstaaten sind? Oder gibt es da einen Konsens, auf den man sich verlassen kann als Weltgemeinschaft? Also geht das? Ja. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Vereinten Nationen ja geschaffen worden sind in dem Bewusstsein, dass eben nicht alle Staaten das wollen. Sondern dass wir im Grunde versuchen, Leitplanken zu entwickeln, die die Wahrscheinlichkeit von kriegerischen Konflikten minimieren, weil für die Staaten, die mit dem Gedanken spielen, aggressiv zu werden, die Kosten erheblich hochgesetzt werden. Und die Kosten können unterschiedlicher Art sein. Wenn die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat sich einig sind, kann das mit einem hohen militärischen Preis einhergehen. Bis hin zur Sanktionierung von militärischen Interventionen wie im Koreakrieg oder auch im Irakkrieg. Wenn die sich nicht einig sind, heißt das nicht, dass nichts passiert, sondern dann werden diese Kosten über andere Mechanismen in die Höhe getrieben. Das heißt, in dem Maße jetzt wie in dem Ukraine-Konflikt die Generalversammlung aus meiner Sicht entschieden hat, dass das, was Russland im Allgemeinen und der Kreml im Besonderen in dem Land anstellt, einen fundamentalen Bruch der internationalen Ordnung darstellt, werden auf einmal solche Dinge wie Waffenlieferungen und Sanktionen auch auf einer dezentralen Art und Weise legitimiert. Das heißt, die sind dann in dem Bereich, den ich eben als Diskurskonflikte beschrieben habe. Und wo Staaten versuchen, das, was sie machen, zu rechtfertigen. Vor ihren Gesellschaften und vor anderen Staaten. Und in dem Maße, in dem das gebilligt wird, fällt so eine Rechtfertigung leichter und können entsprechend auch Ressourcen mobilisiert werden und können sich auch in den diskursiven Räumen der einzelnen Länder auf einmal Menschen in Demonstrationen zu Gehör bringen, die dann Regierungen in die Pflicht nehmen. Und das sind alles Dinge, die nur funktionieren können, weil es die Vereinten Nationen gibt. Diese Vereinten Nationen sind dann nicht die Kavallerie, daran glaube ich eh nicht. Sondern es sind Räume, in denen Entscheidungen
getroffen werden, in denen Dinge einen Preis bekommen und wo darüber versucht wird, so steuernd auf das Verhalten anderer Staaten einzuwirken, dass möglichst der Frieden gewahrt wird. Dass er immer wieder gefährdet wird, ist dabei klar, weil sonst bräuchte man den Sicherheitsrat nicht in die Vereinten Nationen. Dass die Vereinten Nationen keine Weltregierung sind, die einschreiten können, ist auch klar. Dass sie das nie werden werden, ist klar, weil das System immer mit Souveränität und Handlungsfähigkeit von Staaten in Übereinstimmung gebracht werden muss. Aber dass es trotzdem einen Unterschied macht, haben Sie gesehen, indem ich Ihnen versucht habe zu zeigen, wie sich Aktivitäten verändert haben. Indem ich versucht habe zu zeigen, wie hier auf einmal die Liberationsprozesse eingesetzt haben, die mit Blick auf Migration, mit Blick auf Umweltschutz, mit Blick auf Sicherheit, mit Blick auf Welternährung die Welt umgestaltet. Aber das sind langfristige Prozesse. Und es ist nichts, was kurzfristig wirken kann. Und dafür sind die Vereinten Nationen auch nicht in der Lage, in dem Augenblick, wo der Sicherheitsrat zerstritten ist. Und das ist er im Augenblick. Dankeschön. Ich habe Menschen sich strecken sehen. Ich weiß nicht, ob das Entspannungsprozesse waren oder der Versuch, sich zu melden. Nochmal sehr gern. Ja, bitteschön. Ja, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, also Sie haben ja gerade gesagt, dass Länder dann eben dadurch, dass sie eben den internationalen Diskurs ja beeinflussen, eben also die Politik quasi dann auch steuern können, ohne eben militärische Mittel. Aber ist es dann nicht auch so, dass man dann trotzdem so ein bisschen, ich meine, die westlichen Länder haben dann eben mehr Einfluss und müssen wir uns dann nicht auch, müssen die Vereinten Nationen sich dann nicht auch überlegen, dass sie, obwohl sie mehr Einfluss haben, vielleicht eben Ländern, die eben weniger Einfluss haben, also zum Beispiel afrikanischen Ländern, einfach mehr Mittel zu geben, selbst wenn das jetzt erstmal ihren eigenen Interessen widerspricht. Also ich stelle mir da eben schon die Frage, gleicht das Ganze nicht auch, wenn wir auch unsere Werte, die westlichen Werte, die UN ist ja auch eine westliche Organisation, ist das dann nicht so ein bisschen neokolonialistisch fast, wenn wir sagen, wir haben unsere Werte und wir versuchen die zwar so ein bisschen ja, einzuschleichen, aber irgendwie drängen wir die den anderen ja trotzdem auf. Ja, vielen Dank. Würde ich Ihnen sofort zustimmen. Aus einer moralischen Perspektive ist das dringend geboten. Und es gibt auch Anstrengungen, die in diese Richtung gehen. Und diese Staaten können sich auch eine Stimme geben, indem sie halt solche Prozesse beeinflussen wie die Sustainable Development Goals. Also wenn Sie sich anschauen, wie der Prozess zu den Millennium Development Goals abgelaufen ist, wie der Prozess zu den Sustainable Development Goals abgelaufen ist, dann sehen Sie markante Unterschiede. Bei den Millennium Development Goals hatten Sie 8 Ziele, die mehr oder weniger von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern aus dem globalen Norden formuliert worden sind, mit dem guten Ziel und der wichtigen Intention, Armut zu bekämpfen, aber mit den Strategien, die Sie quasi als Intellektuelle und als Staaten im globalen Norden entwickelt haben. Das hätte funktionieren können, hat bis zu einem gewissen Grad auch funktioniert, hat aber zur Entfremdung beigetragen bei den Staaten des globalen Südens. Und entsprechend ist dann der Prozess bei der Entwicklung des Sustainable Development Goals ganz anders verlaufen. Das hat nicht allen Staaten im globalen Süden gefallen, weil sie jetzt nochmal anders in die Verantwortung genommen worden sind für das, was passiert. Also Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass mittlerweile 70% der ärmsten Menschen in der Welt in Ländern mit mittleren Einkommen leben. Das heißt also, Länder, die durchaus in der Lage wären, etwas zu tun, es aber nicht machen. Aber es gab jetzt quasi einen Schritt in die Richtung, hier partizipativer vorzugehen. Das funktioniert nicht überall so, aber es passiert immer öfter so. Und zwar gerade in diesen Gremien wie der Kommission für Friedenskonsolidierung oder auch in anderen Gremien wie dem Menschenrechtsrat. Dort hat mittlerweile der globale Süden eine wichtigere Stimme. Wobei das nicht immer gut sein muss. Also ich meine, man darf nicht sagen, dass einfach nur Empowerment of the Global South die Probleme lösen werden, weil viele von den Problemen auch vom Global South selbst produziert werden. Aber es bedeutet, dass eine Diskriminierung, die bisher festgeschrieben worden ist im System der Vereinten Nationen und die paternalistisch war, sukzessive aufgegeben wird.
Und das ist nur ein weiter Weg und es wird nur funktionieren, wenn hier auch der globale Süden wesentlich einheitlicher seine Interessen formulieren kann. Aber es ist ein Weg, der meines Erachtens in eine richtige Richtung weist. Das ist das Thema wichtig ist, da bin ich sofort bei Ihnen. Vielen Dank. Hier gibt es eine weitere Frage. Ja, genau. Sie reden ja von Sanktionen und dass man Gewalt und die Einstellung der Gewalt zu nutzen, den Preis dadurch. Und jetzt mit Blick auf Russland, der scheint ja, die ganzen Sanktionen, die wurden ja angekündigt im Voraus, einen Preis zu haben und sich trotzdem da dafür entschieden zu haben, jetzt da Gewalt anzuwenden. Ja. Wie wird das, also was, warum sehen Sie, dass das ja dann so läuft? Ja, danke Sie. Vielen Dank. Also Kriege zu erklären, ist in der Politikwissenschaft, wenn man das ernsthaft versucht zu machen, erstmal sehr schwierig. Weil Kriege sind extrem doof. Kriege kosten viel mehr, als sie im Endeffekt an Nutzen realisieren. Und das wird auch sofort einsichtig, weil wenn Sie sich nach dem Kriegsende überlegen, was Sie alles aufbringen mussten, um dieses Kriegsende zu erreichen, vielleicht sogar positiv in Ihrem Sinne, Sie sich hätten sparen können, wenn Sie vorher einer Verhandlungslösung zugestimmt hätten. Dass das passiert, hängt im Wesentlichen, trotzdem passiert, obwohl es so doof ist, hängt an drei Dingen. Das erste sind sogenannte private Informationen. Das heißt, dass Regierungen nicht alles auf den Tisch legen wollen, um in der Lage zu sein, einen Gegner, wenn es ernst wird, strategisch zu überraschen. Das verzerrt aber Verhandlungen. Ein anderes Problem sind sogenannte Commitment-Probleme. Probleme, wo die Zusagen der anderen Seite nicht glaubwürdig sind. Und deswegen dann gezweifelt wird, dass das, was versprochen wird, nachher auch eingehalten wird. Und das dritte sind Unteilbarkeitsprobleme, wo es auf einmal um heilige Orte gibt, die sie nicht aufteilen können mit Jerusalem. Es sind diese Faktoren, die Konflikte, von denen alle wissen, dass sie doof sind, immer wieder eskalieren lassen. Und konkret auf Ihre Frage bezogen, ist meine Lesart, dass der Kreml nicht damit gerechnet hat, dass die Ankündigungen, die vom Westen formuliert worden sind, ernst zu nehmen sind. Im Westen wird vor allen Dingen eine korrupte, dekadente Gesellschaft gesehen, die mit sexuellen Freiheitsrechten komplett beschäftigt ist, wo Regenbogenfahnen hochgehalten werden, wo aber die Akteure nicht in der Lage sind, entschieden für das einzutreten, was richtig ist, weil das quasi in diesen individualisierten Gesellschaften vollkommen verloren gegangen ist. Und es hat den Kreml aus meiner Sicht schlicht und ergreifend überrascht, was die EU, die Vereinigten Staaten, Japan, Australien, Neuseeland und eine ganze Reihe auch an afrikanischen Staaten und lateinamerikanischen Staaten auf die Beine gebracht haben, um deutlich zu machen, dass das, was da passiert, nicht in ihrem Sinne ist. Und deswegen Glaubwürdigkeit spielt eine zentrale Rolle. Und diese Glaubwürdigkeit muss in einer Sprache formuliert werden, dass sie bei denjenigen, an die sie gerichtet ist, auch ankommt. Und da kommen wir dann zu Kommunikationsverzerrungsproblemen und den ganzen Schwierigkeiten, die es da gibt und die aus meiner Sicht an Verhandlungslösungen in solchen aufgeheizten Situationen so unglaublich schwer herstellbar machen. Hilft das? Gibt es weitere Fragen? Gerne. Ja, das war jetzt Ihre Vermutung, dass Russland das eigentlich gar nicht so eingeplant hat, dass der Westen so antworten würde. Aber kann man es nicht auch anders sehen, dass vielleicht Russland gezielt diese Abspaltung vielleicht vom Westen sogar wollte, gerade durch neue Werte, die sie gar nicht vertreten und vielleicht durch eine Annäherung an China auch und vielleicht eben eine zweite starke Macht neben China zu sein und dem Westen gegenüberzustehen komplett? Ja, vielen Dank. Das wird die Zeit zeigen. Also das kann ich jetzt im Augenblick noch nicht abschließend erklären. Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass es ein Überraschungsmoment war. Das zeigt auch, wie jetzt nach und nach auch der Kreml anfängt, die eigene Gesellschaft immer stärker zu kontrollieren, weil hier Sorgen bestehen, dass ihnen die politische Lage im Inland entgleiten könnte.
Also was im Augenblick gemacht wird, deutet alles darauf hin, also Sender zu schließen, Journalismus zu verbieten, deutet alles darauf hin, dass hier eine Schwierigkeit gesehen wird, mit der Sie so in der Art und Weise nicht gerechnet haben. Dass Russland sich mittelfristig Richtung China bewegen wird, dass sie sich von der westlichen Welt versuchen, unabhängiger zu machen, ist davon unbenommen. Das können Sie auch machen, das ist auch Ihr gutes Recht, wenn Sie das möchten. Die Frage ist, wie das passiert. Und ob das in dem Rahmen angemessen ist, ein anderes Land zu überfallen und wie darauf dann im Grunde andere Welten, also 140 Staaten der Vereinten Nationen, mit dem expliziten Verurteilung reagieren. Und jetzt können Sie sagen, okay, aber es könnte doch sein, und das war ja auch das Argument von Putin, dass aus Sicht des Kremls die Ukraine nie ein unabhängiges Land war, sondern immer nur ein Fake State. Das kann sein. Aber dann würde quasi auch alles, was der Kreml vorher gemacht hat, die ganzen Verträge, die er geschlossen hat, auf einmal hohles Gerede sein. Und auch das würde nicht dafür sprechen, dass wir es hier mit sehr überlegten, klugen politischen Schritten zu tun haben, sondern mit Schritten, die ohne Ansehung der Kosten, Bewusstsein der Kosten, getätigt worden sind. Und wie das sich jetzt weiterentwickelt, das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Sondern es geht immer darum, dass diese Umfeldbedingungen sich in einer Art und Weise entwickeln, dass bestimmte Dinge mit einem höheren Preis versehen werden und andere Dinge etwas billiger zu machen sind. Dass Sanktionen durchgeführt werden können und dass offensichtlich auch Migration und Flüchtlinge momentan nicht das Problem sind, wie sie es noch vor 6 Jahren waren. Weil es auf einmal einen ganz anderen Diskurs gibt, in dem das stattfindet. Und wo auch einmal Gewichte neu verschoben werden. Bitte. Sie in grünen Pulli haben sich zuerst. Dann wird da eine Frage dann fragen. Also, ja, Sie hatten das Right to Protect angesprochen und dass andere Staaten, wenn das verletzt wird, die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Können Sie ein Beispiel nennen, in dem das passiert ist? Weil mir fällt jetzt keins ein und Staaten wie zum Beispiel Israel oder China, die das verletzen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie sanktioniert werden. Ja, also es gibt eine Reihe von Fällen, wo das explizit in Anspruch genommen worden ist. Eins war die Intervention an der Elfenbeinküste 2011, wo der Sicherheitsrat entschieden hat, dass das Gbagbo-Regime, das eine Wahl nicht anerkannt hat und mit Gewalt gegen Opposition vorgegangen ist, fundamental die Rechte der eigenen Bevölkerung wieder verletzt und entsprechend dann interveniert werden muss. Was ein weiteres sehr plakatives Beispiel ist, was aber dummerweise nachher gründlich schiefgelaufen ist, ist die Intervention in Libyen gewesen. In Libyen war es auch so, dass am Anfang es über das Recht und über die Schutzverantwortung von Staaten gelungen ist, eine breite Mehrheit im Sicherheitsrat und auch in anderen Staaten zu gewinnen, um gegen das Gaddafi-Regime vorzugehen. Das Ganze ist in dem Augenblick zersplittert, als der Westen angefangen hat, diese Intervention zu nutzen, um Regimewandel voranzutreiben. Und das war der Moment, wo wir auch die ersten wirklich ernstzunehmenden Friktionen im Sicherheitsrat beobachtet haben und wo der Westen im Grunde seine Fähigkeiten so überdehnt hat, dass deutlicher Widerstand im Sicherheitsrat gewachsen ist und dann einige auch meinen, dass die Untätigkeit während des Syrien-Konfliktes damit zusammenhängen, dass hier politisches Kapital verspielt worden ist. Also es gab eine Reihe von Interventionen, wo etwas passiert ist, wo wir nicht gedacht hätten, dass etwas passieren könnte. Und das wurde aber in einer Art und Weise ins Werk gesetzt in Libyen, dass das politische Kapital dann wieder schnell verspielt wurde. Jetzt wären noch 2 weitere Fragen. Ja, bitte. Hallo, also bei der ganzen Komplexität der Vereinten Nationen und der ganzen Bürokratie, können die Vereinten Nationen überhaupt schnell genug agieren? Und noch eine weitere Frage an Sie. Finden Sie, dass die Vereinten Nationen meistens korrekt agieren? Also, ob sie zu Recht agieren? Ob sie korrekt agieren. Ah. Also die Vereinten Nationen reagieren meistens langsam. Das war auch eines der Grundprobleme mit der Responsibility to Protect, dass in dem Augenblick, wo Sie sagen, wir möchten einschreiten, erstmal Truppen gefunden werden. Und dann gibt es ganz lange Verhandlungsprozesse zwischen den Staaten, die Truppen zur Verfügung stellen, und den Staaten, die Truppen finanzieren. Das kommt nämlich nicht übereins. Und dann werden
Forderungen von den truppenstellenden Staaten erhoben, wo die finanzierenden Staaten sagen, das hat doch eigentlich mit eurem Auftrag nicht viel zu tun, sondern ihr wollt eure Armee für ganz andere Zwecke aufrüsten. Und das führt zu einer ganzen Reihe von sehr mühsamen und langwierigen Verhandlungen. Das heißt, direktes Eingreifen der Vereinten Nationen als Vereinte Nationen ist nichts, worauf sie sich in irgendeiner Art und Weise verlassen. Was die Vereinten Nationen relativ schnell machen können, was sie auch gemacht haben, ist die Entscheidung anderer Staaten zu sanktionieren. Sie wissen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, nach der Charta der Vereinten Nationen militärische Gewalt gerechtfertigterweise einzusetzen. Das eine ist mit Sanktionierung des Sicherheitsrates, das andere ist nach Artikel 51 das naturgegebene Recht der Staaten, so heißt es, auf Selbstverteidigung. Und der Sicherheitsrat kann sehr schnell entscheiden, dass ein solches Recht besteht. Und dann kann er Nothilfebündnisse, die dieses Recht exekutieren, so sanktionieren, dass das vor den eigenen Gesellschaften möglich ist. Und dass das selbst für Staaten wie die USA wichtig ist, zeigt ihnen das Geeiere der amerikanischen Administration vor der Irak-Intervention. Als selbst ein amerikanischer Außenminister offenkundig dieses Gremium angelogen hat. Weil sie meinten, dass sie mit dieser Zustimmung des Sicherheitsrates letztendlich geringere politische Kosten für diese Intervention tragen würden als ohne. Es macht einen Unterschied. Aber es ist nicht so, dass da etwas schnell aus dem Hut gezaubert werden könnte und dass das quasi ein Quickfix für die Probleme wäre, die wir aktuell haben. Dazu ist das System viel zu, wie Sie gesagt haben, komplex und dezentralisiert. Aber diese Harmonisierung von Aktionen kann unterstützt werden durch die Diskurse, die in den Organen geführt werden und wo auf einmal neue Allianzen und Bündnisse möglich werden. Wir haben eine vielleicht letzte Frage wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Zeit aussieht, noch sind Sie ja ganz ruhig aufmerksam. Ja, das wurde auch schon halb angesprochen, und zwar hatten wir ja schon Syrien jetzt kurz erwähnt, und zwar wird ja Syrien jetzt als Versuchslabor Russlands so angesehen, hätte da früher nicht schon auch anders gehandelt werden sollen. Und die andere Frage wäre, welche Bedeutung heute noch der INF-Vertrag hat. Ah, also der INF-Vertrag ist tot. Da ist halt die Frage, ob er neu ausgehandelt wird und wieder quasi in Gültigkeit gesetzt worden ist, weil eben aus westlicher Sicht Russland mit bestimmten Waffen, die halt vor allem im Königsgrad stationiert worden sind, den INF-Vertrag fundamental unterlaufen hat. Das sind diese sogenannten Hyperschallwaffen, von denen ja momentan noch ganz viel die Rede ist und wo gesagt wird, das ist nicht mehr zu vereinbaren mit irgendwelchen vertraglichen Übereinkommen und der ist gekündigt. Das kann wieder anders werden, aber dazu muss jetzt erstmal die Spannung wieder abgebaut werden. Die zweite Frage oder die erste Frage bezog sich auf den Syrien-Konflikt. Es ist die Frage, wie Sie das Agieren Russlands einschätzen. Da gehen die Meinungen auseinander. Da bin ich auch nur eine kleine Stimme unter ganz, ganz vielen, die möglicherweise auch ganz zu anderen Schlüssen kommen. Ich habe den Eindruck, dass die russische Politik in den letzten 10 Jahren mindestens geprägt ist durch eine fundamentale Schwäche und Unsicherheit. Und dass sie diese Schwäche und Unsicherheit kompensiert hat, indem sie militärisch aufgetrumpft ist, weil das Einzige ist, was sie noch haben. Und so sind sie in Syrien reinmarschiert, obwohl sie in einer sehr prekären Situation sind. Also wenn in Syrien die Situation wirklich wieder eskalieren würde, wären diese Verbände, das haben wir zumindest Militärexperten gesagt, die da stationiert sind, von den Russen auf Dauer nicht zu versorgen. Das macht keinen großen Sinn, zeigt aber, dass ein Instrument eingesetzt wird, weil man das anderes nicht hat. Das Gleiche kann man in Libyen sehen, wo auch von der russischen Politik mit dieser Gruppe Wagner versucht wird, mit der Kalaschnikow Politik zu machen. Sie sehen das gerade auch in Mali. Das sind aber alles Maßnahmen, die aus meiner Sicht deutlich machen, dass Russland nicht mehr viel anderes anzubieten hat. Das, was immer wieder als Schwäche des Westens charakterisiert wird, zeigt hier aus meiner Sicht eine brutale Gewalt. Die Globalisierung ist so weit fortgeschritten, dass Russland nicht in der Lage ist, auf der Liga, in der sie spielen möchten, noch weiter mitzuspielen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Reformen in Russland aus unterschiedlichsten Gründen mit Blick auf die Restrukturierung der eigenen Wirtschaft nicht funktioniert haben. De facto gibt es großen Reichtum, der wie in vielen rohstoffproduzierten Ländern nicht dazu verwendet worden ist, eine
selbstständige, funktionierende, kreative Ökonomie aufzubauen, die auch noch sustainable ist, sondern es floss sehr stark in die privaten Schatullen von oligarchischen Eliten und Cliquen, die dann sich mit Luxusgütern eingedeckt haben. Das hat aber dazu geführt, dass weite Teile der russischen Gesellschaft verelendet sind und dass aus Russland in letzter Zeit keine großen Innovationen mehr gekommen sind. Und das unterscheidet Russland auch ganz stark von China. Also China hat das relativ schnell verstanden, dass sie bei den Liefer- und Produktionsketten am Anfang und am Ende stehen müssen. Sie müssen innovativ in der Forschung sein, sie müssen nachher in der Lage sein, die High-End-Produkte selber herzustellen. Und damit sind sie in der Lage, auf dem Weltmarkt zu bestehen und auch als Militärmacht sich behaupten zu können. Russland hat nur die Militärmacht. Und das macht dieses Land aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich. Weil es gibt eine Reihe von politikwissenschaftlich gut dokumentierten Untersuchungen, die zeigen, dass Mächte im Abstieg relativ bösartig reagieren können. Die Frage ist, wie das jetzt halt wieder eingefangen werden kann. Das weiß ich aber auch nicht. Ja, die Frage ist auch, ob man die Eskalationsspirale, die jetzt mit auch Einsatz des Internationalen Gerichtshofes gegen Russland sozusagen ja nochmal schärfer angedreht wird, ob man da wirklich wieder rauskommt, wie man rauskommen kann. Es ist auch ein Wohlfahrtssicherheitsdilemma letztendlich, was Sie hier dargestellt haben. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ich glaube schon. Es ist so spannend hier. Sie waren zuerst. Ich würde noch mal kurz zurückkommen auf den Sicherheitsrat. Sie haben ja eben Reformvorschläge dargegeben und hat eben was am Ende daraus resultiert ist. Aus meiner Sicht ist es alles so ein bisschen, man hat was dazu gefügt, aber nicht am Ende des Tages Problem behoben, dass halt eben ein sehr elitärer Kreis der Politiker sehr viel gemacht hat. Denken Sie, dass diese Reformen, die eben gemacht worden sind, eben langfristig wirklich das Ziel, also ihr Ziel eben erreichen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird weiter sich ändern müssen. Es wird sich auch ändern. Es wird aber nicht der große Wurf sein, zumindest nicht so lange wie Artikel 108 als sakrosant erklärt wird. Aber momentan sehe ich halt unterhalb der Schwelle von formalen Reformen keine Alternativen zu solchen Reformen der Arbeitsmechanismen. Das ist die Möglichkeit gewesen, Staaten substanziell in Deliberations- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Das ist etwas, was wir als Demokratien auch alle kennen. Das sind im Grunde Mechanismen des Lobbyismus, der Möglichkeit, gesellschaftliche Meinungen so zu artikulieren, dass die Mächtigen der Meinung sind, darauf hören zu müssen. Das sind diese Dinge, die dort passieren. Und das könnte eleganter sein, das könnte vielleicht besser funktionieren, indem wirklich Leitplanken mit rechtlicher Verbindlichkeit eingeführt werden. Aber diese Leitplanken haben sich in letzter Zeit immer als eher problemerzeugend, denn als problemlösend erwiesen. Und das beste Beispiel aus meiner Sicht dafür sind die bisher sehr, sehr mühsam verlaufenden Maßnahmen zum Schutz des Klimas. Sie hatten mit der United Nations Framework Convention on Climate Change ein Abkommen, welches versuchte, völkerrechtlich verbindliche Leitplanken aufzulegen, die Staaten verpflichtet, vertraglich verpflichtet, bestimmte Reduktionsziele vorzunehmen. Das wurde im Kyoto-Protokoll 97 festgeschrieben. Und seitdem gab es einen riesigen Eiertanz, weil kein Staat diese Verpflichtungen wirklich so fixiert haben wollte, weil das als inflexibel galt. Außerdem wurde erkannt, dass zwar die Staaten, die sich beteiligen, Klimaziele erreicht haben, dass aber die Klimasituation sich insgesamt verschlechtert hat, weil eben auch im globalen Süden zunehmend Greenhouse Emissions, also Treibstoffemissionen, Treibhausgasemissionen produziert worden sind. Und das hat dann in Paris dazu geführt, dass dieses strenge völkerrechtliche Korsett aufgegeben worden ist, für einen politischen Prozess, wo es darum geht, dass auf nationaler Ebene Ziele formuliert werden, die dann sukzessive immer wieder überprüft und neu diskutiert werden, wo Staaten sich öffentlich dafür rechtfertigen müssen, wenn sie nicht weitergehen.
und wo in dem Prozess dann auch, weil er nicht rechtlich sanktioniert ist, wiederum NGOs eingebunden werden können. Und es ist momentan, zumindest soweit ich das sehe, herrschende Meinung, dass diese Prozesse, so wie sie da organisiert sind, bei allen Schwächen leistungsfähiger sind als Prozesse, wo man immer mit dem großen Rechtshammer um die Ecke kommt. Gut, ich weiß nicht, es war, hat sich noch jemand gemeldet? Ist das noch ein neuer Aspekt? Ja. Also wenn ich das vorhin mit Artikel 108 richtig verstanden habe, dann ist es doch so, dass Reformen nur dann möglich sind, wenn diese Zweidrittelmehrheit zustande kommt, plus alle fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zustimmen, dann bedeutet das doch eigentlich, dass die Vereinten Nationen in einer dauerhaften Sackgasse stecken, denn wieso sollten die fünf ihre Macht, die sie jetzt haben, von selbst abschaffen? Weil diese fünf auf die Unterstützung der anderen angewiesen sind. Also wenn die fünf merken, dass die Generalversammlung sich einig ist, dann werden diese fünf so einen Prozess nicht fundamental aufhalten können. Und deswegen sind diese fünf im Augenblick ziemlich glücklich, dass sich die Mitglieder untereinander ständig behaken. Das ist ein typisches Phänomen, das ist Herrsche und Teile, oder Teile und Herrsche, wo eine bestimmte privilegierte Position aufrechterhalten werden kann, weil diejenigen, die durch diese Privilegien geschadet werden, sich nicht einigen können, was an die Stelle der Privilegien trennen soll. Weil keiner will das Ding ganz abschaffen. Alle wissen, dass eine Welt mit Sicherheitsrat besser ist als eine Welt ohne Sicherheitsrat. Deswegen möchten sie Reformprozesse und können sich aber nicht darauf einigen, welche Schritte vorzunehmen sind. Und die Bundesregierung hat sich hier auch in eine Sackgasse manövriert, weil sie halt darauf besteht, einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu haben. Man hätte schon längst eine Lösung finden können, wenn quasi diese Altstarrigkeit von Indien, Brasilien, Japan und Deutschland ein bisschen softer gewesen wäre. Aber das scheint so ein bisschen der Radar durchzulaufen und da ist noch nicht genügend Druck entstanden, um da einfach auch eine neue Marschrichtung entwickeln zu können. Gut, wir kommen zeitlich zum Ende. Haben Sie vielen Dank, Herr Professor Dr. Hasenklinger von der Uni Tübingen, für diese Information. Wir haben das Ganze aufgezeichnet. In ein paar Tagen ist das Ganze online hier auf der Website, auch beim hospitalhof.de werden Sie es finden, wenn Teile nochmal nachgearbeitet werden sollen. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse heute Nachmittag. Wir wünschen Ihnen natürlich fürs Abitur alles Gute, drücken die Daumen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können heute. Es hat sich für Sie gelohnt. Und danke für Ihr Engagement, was spürbar ist. Kommen Sie gut nach Hause.